Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Megaprojekt. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt alles funktioniert hat. Mit dem hier, das haben wir in der letzten Folge gebaut. Und wir sollten ja eigentlich relativ viel Fleisch drin haben. Ich habe jetzt leider keinen guten Vergleich, weiß nicht, ob das viel ist. Aber ich werde mal alles rausnehmen einfach. Packe ich vorher ein paar Sachen weg. Und gucke dann, wie viel ich vielleicht bis morgen bekomme. Oder so. Ja, alles mal rein. So. Nehme ich das raus, pack's auch in die Kiste hier. Obwohl, ich guck mal oben rein. Hier. Da sind ein paar Kühe drin, das sind jetzt nicht so viele. Das heißt, boah, das ist schon hier. Das heißt, das Ganze läuft schon. Bestimmt. Ja, 40 Minuten. Und hier fallen gerade Kühe rein. Okay, ist halt immer die Frage, wann das Ganze wächst. Hier sind zum Beispiel relativ viele fast fertig. Aber auch viele gerade erst angepflanzt worden. Ja, egal. Auf jeden Fall funktioniert es. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt effizienter ist oder so. Aber naja. So, ich werde erstmal weiter sortieren. Und das hier nehme ich auch alles mal da rein. Es kommt auch alles weg. Erstmal ein bisschen Essen da rein. Dann haben wir Leder, das kommt da rein. Dann eine Rose, oder mehrere Rosen, die kommen da rein. Einmal kommen alle hier rein, in die nützliche Kiste. Das auch. Wird langsam voll hier. Müsste ich mal ein Upgrade draufhauen oder einfach die Sachen, die ich eh nicht mehr brauche, einfach wegtun. Oh Gott, wo kommen denn Microblocks hin? Ich glaube einfach Basalt, Microblocks zum Basalt. So, das hier kommt alles zum Redstone. Dann behalten wir den. Leder haben wir noch. Dann, der ist glaube ich voll leer. Ein Schild. Nach da. Das noch da. Das Buch. Halte ich erstmal. Eine Ho haben wir, die kommt hier rein. Das Buch behalten wir. Den ganzen Rest behalten wir auch. Okay. Dann wollte ich ja schon in der vorletzten Folge eigentlich was enchanten. Da bin ich gar nicht zugekommen. Und deswegen werde ich das jetzt machen. Das heißt, ich hole mir hier erstmal so ein paar Bücher raus, die ich vielleicht brauchen könnte. Ich auch mit. Ich habe das 4. Treasure. Nee. Brauche ich nicht. Respiration glaube ich schon. Genau, da habe ich nämlich eine Akku-Affinity drauf. Power. Thorns. Unbreaking vielleicht. Potency vielleicht. Ich nehme einfach mal ein bisschen was mit. Mal sehen. So, gut. Dann gehe ich hier runter. Hier hat sich Revi durchgegraben, glaube ich. Irgendwann mal. So. Und das ist relativ leer. Naja, nicht wirklich. Gut, hier gucke ich auch nochmal durch. Das ist nix. Brauche ich alles nicht. Nein. Vielleicht frugal ein paar Mal. Oder, ja, egal, viel Zauberstäbe. Dann haben wir hier noch überall 30 Level drin. Falls ich die zum Enchanten brauche. Und dann gucke ich mal. Ich habe ja ein Protection 4 Buch. Mal gucken. Hier. Und das werde ich auf die Hose machen, glaube ich.
So, kostet 5. So, dann kommt hier auf dem Brustpanzer ein Protection 3 Buch drauf. Wenn ich es finde. Oder habe ich gar keins dabei? Nee, ich glaube nicht. Dann hole ich mir das kurz. Sollte irgendwo da drin sein. Protection ist ja nicht so selten. Habe ich aber nicht. Oder ich habe es nicht gesehen. Dann gehe ich jetzt kurz nach oben. Hier sollte ja irgendwo noch eins drin sein. Protection. Okay. Haben wir. Dann geht es wieder runter. Und wir... weg ist er. Nehme ich den. Dann kommt er da drauf. Zack. Dann nehme ich meinen Helm und packe da Respiration drauf. Hier. 16 kostet schon. Dann brauche ich noch ein bisschen. Ich glaube, ich nehme einfach mal den Amboss. Den am besten. Oh Gott, das wird aber knapp. Okay, gut. Ich hätte schon fast vermutet, dass er kaputt geht. Pass mal dahin. Und wie gesagt, 6 Level noch. Das reicht schon. Boah, krass. Dann. Zack, zack. Ziehen wir den wieder an. Dann kommt auf die Hose noch Thorns. Das sind ja Dornen. Das heißt, wenn ich geschlagen werde, kommt das direkt zurück. Wie viel war das? 12 oder so, ne? Thorns. 18, Mist. So, aber das geht echt krass schnell. Zack. Oh, kaputt. Der Amboss. Nehmen wir uns direkt einen neuen. Da ist auch ewig abzubauen. Von Riole. Okay, aber es ist schon älter. Kann ich abbauen. Dann haben wir noch. Ja, was für die Spitzhacke eigentlich, die ich mir machen wollte. Obwohl, ich habe ja sogar eine gemacht. Die ist aber nach oben. Weil ich wollte ja. Ja, den Mining Drill nicht mehr benutzen, weil eine Spitzhacke eigentlich besser ist. Im Endeffekt. Na da, hier. Efficiency. Bräuchte ich dann noch? Hab ich nicht. Hier vielleicht. Efficiency, ja, habe ich noch. Ja, es lohnt sich aber nicht wirklich, außer man kann die eventuell. Obwohl, hatte ich nicht. Irgendwo Efficiency 4. Sharpness 4 hatte ich, aber Efficiency nicht. Nee. Na gut, dann lasse ich das so. Ich müsste da einfach noch eine zweite Spitzhacke enchanten und auf Efficiency 4 hoffen. Und die dann eben beide zusammen schmelzen lassen. Dann kann ich jetzt noch ein Schwert enchanten. Habe ich ein Schwert? Ja, ich habe das hier. Looting 3. Ja, doch, das nehme ich. Ja. Was kommt da noch drauf? Ja, Fire Aspect und sowas. Hab ich ja nicht. Mal gucken, was ich hier so an Schwert-Enchantments habe. Knockback, aber das will ich nicht. Und ansonsten nix. Na gut, dann nicht. Machen wir das kurz. Ah ne, ups. Hier. Zack und Sharpness. Kostet 9 Level. Habe ich nicht. So und so. Haben wir einen Sharpness 4, Looting 3 Schwert. Da kommen dann später noch mehrere Sachen drauf. Und dann. Ja, darauf nicht. Achso, und dann auf die Schuhe noch. Haste. Weil Haste bringt Schnelligkeit. Anders als im Vanilla Minecraft. Wobei der Unterschied jetzt nicht wirklich so groß ist. Warum? Na, ich bin nur zu wenig. So. Haste. Gut. Hätten wir das auch.
Und ja, den Rest brauchen wir erstmal nicht. Ah doch, Charging. Wollte ich ja auf den Zauberstab bringen. Den muss ich mir noch eben holen. Der hier. Genau. Was brauchen wir noch außer Frugal und Potency? Eigentlich gar nichts. Nö. Nicht wirklich. So, mal gucken, wie viel ich da noch brauche. Ich lasse die Dinger mal verschwinden. Das hier und Charging. Sechs Level nur. So. Zack und zack. Und dadurch sollte er sich selber reparieren. Sieht man auch da unten an der Anzeige. Hat gerade 1077 und es sollte gleich hochgehen. LOL! Nein! Ich habe gerade mein Charging-Buch weggeworfen quasi. Das war doch für Zauberstäbe. Charging. Und das ist jetzt weg. Na toll. Mist. Ich glaube wegen Frugal. Dann kann da kein Charging drauf oder so. Och Mann. Aber das war echt selten, das Buch. Mist. Naja, kann nichts machen. Dann hoffe ich mal. Ach, dieses scheiß Bugs immer. Hoffe ich mal, dass ich bald wieder ein Charging-Buch bekomme. Aber naja. Egal, packe ich jetzt erstmal die Bücher hier weg. Und mache weiter. Erstmal lade ich das hier auf. Und das hier. Ja, und bevor ich kein Efficiency 5, keine Efficiency 5 Spitzhacke und kein Efficiency 5, Sharpness 5 Schwert habe, werde ich die beiden Dinger noch benutzen. Das Teil brauche ich nicht. Und ja, jetzt werden wir beginnen, das Dorf unten zu, oben zu bauen. Und das weihen wir ein, indem wir einfach das allererste Haus bauen. Jetzt kommen wir mal, nee, jetzt kommen wir eigentlich hier rein. Und zwar hole ich mir dafür die Baumaterialien. Ich mache erstmal so ein ganz kleines Haus. Und wir brauchen da erstmal das Holz. Spruce Wood. Dann brauchen wir zweimal Glas für die Fenster. Ich werfe die alle mit. Dann brauchen wir Basalt. Hol ich dran. So. Und zwar Paver. Und jetzt muss ich überlegen. Wir brauchen sonst nichts. Weil ich werde das erste Haus. Ja, von der Form her genauso wie im Vanilla Minecraft bauen. Und dieses Haus hat kein Cobblestone im Vanilla Minecraft und das. Ah doch, klar, der Boden. Moment, ich muss kurz überlegen. Der Boden ist aus Cobble. Das stimmt. Und Holz war bei mir Eisen. Das heißt, ich brauche noch Eisenblöcke. Jetzt habe ich alles so ein bisschen ausgetauscht, damit das halt moderner aussieht. Aber immer noch eben wie ein Villager-Dorf. Das heißt, ich brauche Eisenblöcke. So. Dann brauche ich vielleicht mal was zu essen. Zack. So. Und das kommt direkt hier hin. Ich würde sagen, ja, direkt hier auf die unterste Ebene. Das heißt, wir machen hier ein bisschen Platz. Das wird hier anfangen und dann vier Blöcke nach hinten gehen. Also ist hier das Fundament. Nein, lass mich doch nicht klauen. Er ist überfordert. Und jetzt läuft er zurück. Hey, guck mal, das kannst du aufsammeln. Ja, fein gemacht. So, dann kommt er wieder dort rein. Und das ist viel zu klein. Natürlich. Das muss größer sein. Also einmal nach hier.
Und dann noch in die hintere Richtung, also hier. Kannst du mein Dirt ruhig da lassen? Freundchen. So. Das ist das Fundament. Dann kommen. Ja, ich mache mit den Holzblöcken weiter, glaube ich. Und zwar. Ich überlege gerade, dass. Die kommen auch nach unten hin. Glaube ich. Und zwar, egal, kommen die erstmal hier hoch, drei Blöcke. Dann hier. Eins, zwei, drei. Dann hier. Eins, zwei, drei. Und hier. Eins, zwei, drei. Dann hier überall Eisen. So. Das eben an allen Seiten. Ich muss dann halt gucken, wie ich die Türen mache, aber ich glaube, da nehme ich dann auch einfach Eisentüren. Ja, weil. Naja, aus. Also Treppen zum Beispiel kann man ja auch aus Microblocks machen. Aber bei Türen wird es dann schon schwieriger. Achso, jetzt kann ich halt überlegen, ob ich vielleicht die Fenster auch aus Eisenbarren mache. Eisen. Wie heißen die Dinger? Eisenbars. Eisenzäune, sonst was. Dann. Genau, kommt hier ein Dach drauf. Auch aus Holz. Und. Nein, ich habe genau einen Block zu wenig. Mist. Müssen wir erstmal so machen. Obwohl. Nee, doch nicht. Ich dachte, das wäre in der Version vielleicht noch anders gewesen. So, zack, 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 zack. Zack. Und jetzt fehlt uns, wie gesagt, ein einziges Teil. Gehen wir kurz nach unten. Nein! Ach, und die bleiben aber trotzdem da. Na gut. Das ist halt ziemlich dumm, wenn man. Na, da reingeht. Oh, naja. So, was wollte ich holen? Holz. Aber das ist falsches Holz. Ich glaube, wir haben nicht mehr so viel. Ich habe leider ziemlich viel davon verarbeitet. Zu anderem Holz. Ich habe ja letztens schon mal geguckt. Und da war nicht wirklich viel drin. Aber egal, ich gucke jetzt nochmal ganz durch. Ich hole alles raus, was es so gibt. Aber scheint nicht mehr, nichts mehr da zu sein. Nein. Na gut, dann gucke ich mal, wie ich mir das machen kann. Spruce Wood. Ah, ja, gut. So. Vielleicht noch anders. Nur so. Na gut, dann hole ich mir Oak Wood. Und ich nehme an, Oak Wood kann ich mir zum Beispiel auch aus was anderem machen. Aus normalem Holz und auch aus, ja, aus Obsidian. Zum Beispiel. Aber ich gucke mal, ob ich noch was an Oak Wood habe. Aber naja, in der Quarry nicht wirklich, weil das ja zum größten Teil nur Dschungelbäume abgeholzt hat. Habe ich keine Energie mehr? War fast. Dann mache ich mal kurz das hier. Mache aus Obsidian das Holz. Und aus dem Holz das Holz. Genau. Gut. Das ist aufgeladen. Perfekt. Dann geht es nach oben. Und wir können das Holz, das Haus vollenden. Zack. Jetzt muss halt noch hier eine Tür rein. Dann muss ich mir noch eine Treppe machen. Die Dinger kommen noch weg. So. Dann hole ich mir ja unten mal die Handsaw. Mal gucken. Ne, die ist da hinten rechts, oder? Im Dingens Table. Nein, auch nicht. Wo ist sie denn dann? Da vielleicht? Hab ich sie liegen lassen. Nein, auch nicht. Ups. Habe ich die hier? Nur ich sehe sie nicht. Nein. Hier. Nein. In der Hand? Nee. Kann nicht sein.
Wo würde ich den hin tun? Frage ich mich. Aber ich weiß es nicht. Boah, keine Ahnung. Ich meine, kaputt ist das Teil ja auch nicht. Nee. Dann muss ich mir was Neues machen. Einfach mal aus Eisen, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, was man mit einer Diamond Hand so unbedingt cooleres machen kann. Ich denke aber einfach nur, dass man auch Obsidian und sowas damit, reicht das? Damit verarbeiten kann. So. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack. Und dann machen wir uns. Ich guck mal, ich hole mir am besten mal diese Microblocks da oben raus. Komm schon. Ach nee. Ach, habe ich hier sogar. Power Slab und Power Slab Strip. Das ist doch perfekt. Dann brauche ich keinen Handsaw. Und dann hole ich mir noch. Wo wäre das drin? Ich glaube. Hier, ah ja. Hol ich mir die Dinger noch. Die kommen da oben rein. Und es regnet, dann mache ich mal kurz wieder Tag. Komm schon. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Das haben wir immer gehört, früher. In so einem Ferienlager in. Wo war das? Kroatien. War aber echt cool, eigentlich. Und da habe ich mir vorgenommen, das auch immer zu Hause vorzuspielen, weil es irgendwann echt hart abgefuckt hat. Aber naja, dazu bin ich irgendwie nie gekommen. So, zack. Und zack, jetzt habe ich natürlich die Tür vergessen. Und ich muss mir überlegen, wie das hier war. Ich glaube, da war einfach ein Fans und darüber eine Druckplatte. Und ja, das können wir eigentlich auch ziemlich gut mit Microblocks machen. Und zwar brauche ich dafür nur so ein Fans. Mal gucken. Basalt. Gibt es ja. Die. Nein. Die Dinger. Basalt Post. Die macht man aus Basalt Panel Strips. Okay. Mal gucken. Das würde ich am liebsten. Oder nee, egal, ich mach's einfach. Aus dem Zeug hier. Das heißt, dafür brauche ich wohl die Handsaw. Machen wir das, glaube ich. So? Nee. So? Nein, auch nicht. Geht das nicht damit? Mal gucken. Nee, das hier. Mit allem aus mit Eisen, oder wie? Ja, super. Toll. Naja, dann bleibt mir da wohl nichts anderes übrig, als noch so ein anderes Teil zu machen. Aber dafür nehme ich einfach sowas hier. Davon habe ich auch viele von. Jetzt muss ich neue Sticks machen. Moment, wie geht das? Okay, ziemlich unnötig. Ich sollte einfach nach Handsaw suchen. Okay, oben Eisen, ganz oben Sticks. Zack, zack. Zack, zack. Dann habe ich Eisen. Nein, nur Eisenblöcke. So. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. So, dann haben wir das. Daraus machen wir dann so. Nee, hä? Wie war das jetzt? Oder so? Nein. Slab Strip haben wir. Ja. Ich will wissen, was ich daraus machen kann. Ich möchte das kleiner machen. Wie mache ich sowas hier kleiner? Ach, das geht nicht. Dafür brauche ich das hier. Ach Gott.
So. Und jetzt, genau, da kriege ich dann das raus. Und das hier, da rein, dann habe ich das. Oh, jetzt habe ich so viele verschiedene Sachen hier. Naja, die kommen alle mal wieder da oben rein. Wobei, ich brauche ja noch, das ist alles Pava. Ja, mache ich alles aus Pava. Dann brauche ich noch ein Cover als Druckplatte quasi. Dann nehme ich einfach das hier. Zack, Cover. Kommt dann oben drauf. Dann kommt das erstmal alles wieder da rein. Ich treff's nicht. So. So, alles außer das hier und eins davon. So. Mal sehen, wie das dann am Ende aussieht. Und natürlich habe ich. Ja, das war knapp. Habe ich schon wieder die Tür vergessen. Das mache ich mal beim Leben. Eisen habe ich ja noch. Zack, 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 zack. Eisentür. Und dann natürlich ein Button. Jetzt ist die Frage, was nehmen wir da für einen? Vielleicht mache ich mir mal eine Obsidian Pressure Plate für innen. Obsidian. Oh Gott, das ist hier gar nichts. Oh Gott. Ich will schon mal ein bisschen neigen. Sehe ich gar nicht. Gibt's gar nicht. Heißt vielleicht nicht Obsidian Pressure Plate? Oh, einfach so. Okay, zweimal Obsidian nebeneinander ist eine Obsidian Pressure Plate. So, zack. So, und ja, von außen eben ein Button und ja, ein aus Stein, würde ich sagen. Passt zwar beides nicht so gut, aber wenn ein Button, dann einer aus Stein, würde ich sagen. So. Zack. Zack. Und ist das Cover? Ja. Ist oben drauf. Ich weiß nicht, ob da noch eine Treppe war. Aber ich würde sagen, das mache ich einfach. Mist, jetzt habe ich es nicht mehr. Nein. So, Pressure Plate dahin. Dann eine Eisentür. Ich würde sagen, so. Und dann von außen noch ein Button. Entweder kommt der. Ja, hier. Irgendwo hier. Oder da. Ich würde aber fast sagen, eher aus Holz, oder? Oder eher hier hin. Ich lasse ihn einfach da. Dann, wie gesagt, Treppen, also eine Treppe. Und dann vielleicht eine Fackel noch, damit er nicht spawnt. Also, einmal dich und einmal dich. Dann eine Fackel. Haben wir vielleicht da drin. Nein, doch. Sehr gut. Oh, es sind mal wenige. Aber naja, heißt ja nichts. Die sind alle da reingelaufen, dummerweise. So. Einmal an die Wand. Und da unten dran. Perfekt. Okay. Finde ich eigentlich schon mal ganz gut. Das ist das allererste Haus. Und dann haben wir eben überall so kleine Häuschen. In diesem Style. Könnt ihr mir vielleicht mal in die Kommentare schreiben, wie ihr, also was ihr von den Baumaterialien haltet. Ich könnte es ja auch noch ganz einfach ändern mit dem Zauberstab. Habe ich gar nicht dabei. Aber ich finde eigentlich, dass diese Materialien ganz gut dafür sind. Evil Chicken! Hey! Ich traf's einfach nicht. Ja, eben Basalt als Cobblestone, dunkles Holz als helles Holz und Eisen als ja, wooden Planks, Holzplanken. Ich habe auch mal versucht, das ein bisschen auszutauschen. Vielleicht, also das hier dunkel, das unten hell. Aber das fand ich nicht so gut. Und ich habe auch versucht, das durch Basalt Cobblestone zu switchen. Würde zwar zum Teil Sinn machen. Was sollst du da gerade ein? Das Ei? Nein, er geht jetzt nicht erst ab. LOL! Er läuft hier komplett rum.
um das Ei zu finden. Wie ist denn der hochgekommen? Ach, von da hinten. Ja, fein gemacht. Aber jetzt? Jetzt kommst du nicht mehr zurück, oder wie? Doch. Cooler Typ, der Golem. Habe ich mir den richtigen angestellt. Obwohl er immer noch selber von sich nichts hält. Wenn man ihn anklickt, dann sieht man. I'm just a simple wood golem and much too dumb for anything complicated. Nee, nee, du bist nicht dumm. Ich meine, du hast sogar das Ei da hinten gesehen. Jetzt habe ich es leider kaputt gemacht. Da werde ich dann kurz nochmal die Hoe holen. Die ist hier. Habe ich eben da reingetan. So. Und dann wäre es das. Zack. Dann würde ich gerne noch kurz ein bisschen sortieren wieder, weil das immer so zugemüllt wird hier alles. So, zack. Schwert weg, Spitzhacke weg. Canvas weg behalte ich. Dann haben wir Essen, Essen, Essen. Das behalte ich. Handsaw kommt weg. Dann Dirt und Eisenblöcke. Werfen alles da rein. Holzfackel. Ach Mist, die wollte ich ja. Nein! Weg ist sie. Die wollte ich ja noch platzieren. Eigentlich. Ich hoffe mal, die wird hier einsortiert. Ja. Dann sollte sie gleich da rauskommen. Und ich kann die dann direkt platzieren. Dankeschön. Mal gucken. Einfach irgendwo, damit es hier hell ist. Hier vielleicht. Keine Ahnung. Sonst spawnen da irgendwelche Creeper. Alles kaputt. Das wollen wir nicht. So, ich guck mal kurz, wie weit das hier ist. Ja, noch eine halbe Stunde. Ich muss gucken, dass ich das nicht kaputt mache hier. Passt. Dann kommt das noch alles weg. Ganz kurz. So. Passt. Dann gehe ich noch ganz kurz nach unten. Hey, ich will durch. Ups. Mal gucken, ob wir was Neues haben. Ich muss das mal sortieren hier, sonst weiß ich nicht, was Neues und was nicht. Aber naja, eben hatten wir 22, jetzt haben wir 21. Irgendwas ist neu, aber keine Ahnung. Gut, dann war es das mit dieser Folge. Das packt echt krass rum mit dem Teil hier. Ja, wie gesagt, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich über eine Bewertung freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!